rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sicherstellen. Ich weise Sie darauf hin, der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 8975, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und eine Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgen soll. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses liegen nun vor, und zwar mit der Drucksachennummer 11282. Und deshalb kann ich an dieser Stelle die Aussprache eröffnen. Und Herr Kollege Zimkeit hat für die SPD-Fraktion das Wort. Die von Ihnen angesprochene Beschlussempfehlung, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gut und wir sollten ihr folgen. Die Forderung der Piraten nach Posten in den Gremien der NRW-Bank sind aus unserer Sicht unbegründet. Sie begründet das mit einem nicht mehr aktuellen Text, der einmal zwar von einer guten Quelle, nämlich von Rot-Grün, von der SPD vorgelegt worden ist, aber seitdem hat sich unter anderem mit der Einrichtung eines Beirats bei der NRW-Bank ja auch einiges getan. Unsere Kontrollmechanismen entsprechen denen anderer Länder und sind da sehr ähnlich. Neben den üblichen Kontrollen gibt es vielfältige weitere Kontrollorgane, neben dem Verwaltungsrat, den Parlamentarischen Beirat. Der Landesrechnungshof prüft und gibt entsprechende Berichte an den Landtag und natürlich die Bankenaufsicht. All die, die sagen, hier gäbe es ein Kontrolldefizit, nehmen das, glaube ich, nicht zur Kenntnis. Wir sind deshalb der Meinung, der Antrag sollte abgelehnt werden, unter anderem auch deswegen, weil in der Begründung falsche Fakten genannt werden. Es wird hier zum Beispiel behauptet, der Parlamentarische Beirat sei von der NRW-Bank nicht über die Fragen von HETA unterrichtet worden. Das ist schlicht und einfach falsch. Herr Schulz war da zwar nicht anwesend, aber es ist passiert. Insofern ist auch dieser Teil der Begründung falsch. Es gibt sehr gute Gründe, diesen Antrag abzulehnen und der Empfehlung des HFA zu folgen. Und deswegen werden wir das auch tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Zimkert. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Krückel jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Ich möchte den Inhalt des Antrags der Piraten auf den Punkt bringen. Mitglieder aller im Landtag vertretenen Fraktionen sollen im Verwaltungsrat der NRW-Bank und im Förderausschuss vertreten sein. Vermeintlich gibt es Kontrolldefizite. Liebe Kollegen der Piraten, wagen wir doch einen Blick über den Tellerrand hinaus. In Berlin glaubten die Landesparlamentarier, Hauptstadtflughafen zu können, ein desaströses Projekt. In Hamburg meinten die Kollegen, Elbphilharmonie zu können, ein Millionengrab. Und es ist noch nicht lange her, da meinten unsere Vorgänger hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen, WestLB zu können. Ich erspare uns an dieser Stelle eine Bewertung. Kommen wir zur NRW-Bank. Dass die Förderbank des Landes hervorragend aufgestellt ist, konnte man vor wenigen Wochen der Bilanzpressekonferenz 2015 mit einem Rekordjahresergebnis entnehmen. Das liegt insbesondere daran, dass Fachleute die Geschäfte führen und die Politik nicht mehr die Rolle spielt, die sie bei der WestLB einmal gespielt hat. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, die an Banken dieser Größenordnung gestellt werden, kommen aus der Politik und sollen verhindern, dass insbesondere systemrelevante Banken in Schieflage geraten. Wenn die Politik auf der einen Seite hohe Anforderungen an die Qualifikation der Mitglieder der internen Kontrollgremien stellt, dann kann nicht zugleich von der Politik gefordert werden, dass diese Gremien nach politischem Proporz besetzt werden. Glücklicherweise bestimmen nicht die Fraktionen. Herr Zimkeit, melden Sie sich doch zu Wort, dann ist das verständlich, was Sie äußern. Herr Schulz, das Gleiche gilt für Sie. Drücken Sie die Taste, stellen Sie die Frage, dann gebe ich Ihnen da gerne eine Antwort drauf.
Wenn die Politik auf der einen Seite hohe Anforderungen an die Qualifikation der Mitglieder der internen Kontrollgremien stellt, dann kann nicht zugleich aus der Politik gefordert werden, diese Gremien nach Proporz zu besetzen. Das möchte ich noch einmal deutlich machen. Herr Kollege Krückel, Ihre Bitte oder Ihre Aufforderung an Herrn Kollegen Schulz, die Taste zu drücken, ist erfolgt. Er würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege Krückel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aber die Zwischenfrage ist zwangsläufig. Insofern, als Sie hier den politischen Vertretern des Hauses, ich sage mal, im Großen und Ganzen die Fähigkeit absprechen, die Fähigkeit absprechen, hier auch gemäß Proporz in den Verwaltungsrat hineinzukommen. Deswegen sei doch bitte die Frage erlaubt, wie es denn sein kann, dass insbesondere auch Sie selbst im Verwaltungsrat sind seit November letzten Jahres. Zuvor war es der Kollege Lienenkämper. Ich möchte weder Ihnen noch dem Kollegen Lienenkämper irgendeine Befähigung absprechen, aber dann erklären Sie mir das doch bitte mal vor dem Hintergrund Ihrer Begründung hier. Das mache ich gerne, Herr Kollege. Meine Fraktion hat mich vorgeschlagen, der Finanzminister hat mich benannt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat geprüft, ob ich den Anforderungen entspreche. Wenn ich Ihnen das schildern darf, ich bin seit mehr als 27 Jahren im Aufsichtsrat einer Bank tätig und seit mehr als 12 Jahren der Aufsichtsratsvorsitzende. Über diese zugegebenermaßen lange Zeit habe ich mir gewisse Erfahrungen erarbeitet, die mir jetzt in der Gremienarbeit in der NRW-Bank zugutekommen. Und nochmal, nicht ich, nicht meine Fraktion, nicht der Finanzminister hat entschieden, dass ich die Qualifikation besitze, sondern die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Insofern glaube ich, ist das ein ganz neutraler und sachlicher Vorgang. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der NRW-Bank hat die Bankenaufsicht gefordert, dass bei Neubesetzungen der Gremien Personen mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen im Bankensektor zu wählen seien. Dies widerspricht einem politischen Proporz. Ich will niemandem persönlich die Qualifikation absprechen. Ich kann das schlicht und ergreifend auch nicht beurteilen. Es ist gut, dass eine neutrale Institution wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht das macht. Ich glaube, dass die Gremien der NRW-Bank und insbesondere der Verwaltungsrat gut und fachgerecht besetzt sind und dass es einer weiteren Kontrolle des Landtags nicht bedarf. Wir haben den Parlamentarischen Beirat, der seiner Aufgabe gerecht wird, und als Parlament, insbesondere über den Haushalts- und Finanzausschuss, können wir, wann immer das für erforderlich gehalten wird, unser Informationsbedürfnis in Sachen NRW-Bank befriedigen. Die Tatsache, dass der Vorstand der NRW-Bank in der nächsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am kommenden Donnerstag, dem 28. April, wieder zu Gast ist und dem Parlament berichtet, belegt doch, dass wir als Abgeordnete unserer Aufsichtspflicht gerecht werden und der Vorstand der NRW-Bank die Informationspflicht uns gegenüber ernst nimmt und dieser gerne nachkommt. Liebe Kolleginnen der Piraten, lassen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank ihr Geschäft machen in einem schwierigen Umfeld. Lassen wir dies weiterhin erfolgreich verrichten und verzichten wir auf eine politische Einflussnahme. Die CDU-Fraktion wird den Antrag der Piraten ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Krückel. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Herr Kollege Abel das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einer der nächsten Tagesordnungspunkte heute auf der Tagesordnung ist, da geht es um Debattenkultur. Und deswegen möchte ich dieses ernsthaften Anliegen, was dem Piratenantrag zugrunde liegt, dann ein bisschen mehr Würdigung geben. Es geht um einen Kernbereich des Parlaments, nämlich um Informationsrecht der Abgeordneten. Es geht hier um eine Institution, die sehr viele auch öffentliche Mittel verwaltet, die in den vergangenen Jahren auch durch Entscheidungen, die wir mitgetragen haben, beispielsweise im Bereich der Förderprogramme, zusätzliche Aufgaben übernommen hat, im Denkmalschutz beispielsweise, aber auch in der Wohnraumförderung. Und ich glaube auch,
bei vielen in der Bevölkerung irgendwie zum Parlament, zum Regierung zugehörig identifiziert wird, nicht nur aufgrund des Namens. Informationsrechte der Abgeordneten, ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass ein geeigneter Weg, ein geeignetes Instrument da ist, so wie die Vorrednerinnen das ausgeführt haben, mit dem Parlamentarischen Beirat. Ich glaube, dass das berechtigte Informationsbedürfnis, das wir als Parlamentarier haben, so gut abgedeckt ist. Das Gremium eröffnet die Möglichkeit, dass der Vorstand die Mitglieder des Beirats umfassend auch über Risiko und auch über konkrete Geschäftslage informiert. Das wird auch wahrgenommen durch die, wie Herr Kollege Krückel, glaube ich, auch sehr eindrucksvoll aufgrund seiner Biografie wahrgenommen hat, die Mitglieder, die dort drin sind, die bestimmte Anforderungen erfüllen, beispielsweise dann Eignungen durch die BaFin vorausgesetzt etc. Und Mitglieder aller Fraktionen sind zudem im Beirat, in einem extra Beirat für das wichtige Gebiet der Wohnraumförderung. Und auch dieser berät die Gremien der NRW-Bank und kann jederzeit auch Auskunft über das Portfolio erlangen. Und Herr Kollege Schulz, dann im Sinne einer Debattenkultur müssen wir vielleicht darüber reden und darüber diskutieren. Und das scheint mir bei Ihnen etwas nicht genug austariert zu sein. Sie haben, als Sie das im Ausschuss aufs Tableau gehoben haben, sehr oft von Entscheidungskreisen gesprochen, die eher für mich jedenfalls nicht in den Bereich des Parlaments fallen, sondern mit konkreten Vorstandsentscheidungen zu tun haben. Und ich bin dann an der Stelle nicht Ihrer Meinung, dass wir als Parlament uns unsere Befugnisse so weit ausdehnen sollten, dass wir hier Vorstandsarbeit machen. Das ist auch nicht die Funktion des Beirats. Und das müssen wir dann auch trennen. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Es ist ein wichtiges Thema, aber wir glauben, dass die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, für das Informationsbedürfnis, was wir als Parlament, als Parlamentarier haben, als Volksvertreter, ausreichend ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Witzel. Nun, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die in diesem Antrag aufgeworfene Fragestellung der parlamentarischen Kontrolle von landeseigenen Unternehmen und Beteiligungen nehmen wir ernst. Sie sollte grundsätzlich das Interesse des Parlaments finden und ist insbesondere natürlich immer auch naturgemäß ein Punkt, der Oppositionsfraktionen in besonderer Weise interessiert. Der Antragsteller verweist im einleitenden Text auf entsprechende Erwartungshaltungen, die SPD und Grüne unter früher anderen Vorzeichen ihrer Rolle an dieser Stelle auch artikuliert haben, wo sie ein Kontrolldefizit im Bereich der NRW-Bank thematisieren. Insofern ist die Diskussion über die richtige Wahrnehmung von Verantwortung ein Thema, was alle Fraktionen die letzten Legislaturperioden über in unterschiedlicher Rollenverteilung mal an der einen, mal an der anderen Stelle beschäftigt hat. Dieser Befund ist sicherlich auch ein wichtiger Grund gewesen, warum wir zu Beginn dieser Legislaturperiode einen parlamentarischen Beirat eingeführt haben. Nach meiner Erinnerung ist das auch im Einvernehmen aller Fraktionen als ein erster Schritt der Verbesserung so gesehen worden und auf den Weg gebracht worden. Wir halten dies als FDP-Landtagsfraktion für einen sinnvollen Ansatz, für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Beurteilungsmöglichkeit der geschäftlichen Entwicklungen bei der NRW-Bank, weil wir durchaus auch die dargestellten Kritikpunkte von SPD und Grünen an der Situation nachvollziehen können, die es zuvor gegeben hat. In einer öffentlichen Parlamentsdebatte über die Arbeit des Parlamentarischen Beirats ist es nicht ganz einfach, sich hier so zu äußern, wie man es vielleicht könnte, aufgrund der Verschwiegenheitspflichten, die wir als Mitglieder dort haben. Deshalb muss ich mich auf ein paar grundsätzliche Bemerkungen beschränken. Was wir öffentlich hier sicherlich sagen können, ist dies. Ich habe die dortigen Beratungen im Parlamentarischen Beirat, an denen ich vollständig teilgenommen habe, bislang stets als sachorientiert und kooperativ empfunden. Erörterungswünsche von Teilnehmern sind aufgegriffen worden. Bei aktuellen Anlässen hat es zusätzliche Sitzungstermine gegeben. Ich finde es daher sinnvoll und fair, die dortige Arbeit im Parlamentarischen Beirat zum Ende der Legislaturperiode hin im Gesamten zu bewerten. Der neue Landtag sollte dann auf dieser Basis überlegen, ob weitergehende Schritte zur Herstellung von Transparenz angezeigt sind.
Diese Aussage, Herr Kollege Schulz, ist ausdrücklich keine Absage an Ihren Vorschlag zur Verwaltungsratseinbindung aller Fraktionen. Wir sollten eine solche Änderung aber nicht ad hoc auf der Zielgeraden dieser Wahlperiode vornehmen. Es gäbe sicherlich, Herr Krückel, Möglichkeiten, auch die Anforderungen für die Entsendungsmöglichkeiten von Teilnehmern auf Vorschlag von Fraktionen so auszugestalten, dass natürlich qualifikatorische Maßstäbe deshalb nicht unter den Tisch fallen und den Anforderungen genügt wird. Dann muss man das eben als Voraussetzung für Vorschlagsrecht auch so definieren. Also ich glaube, wenn ein politischer Wille da wäre, gäbe es da auch Lösungsmöglichkeiten für. Das Anliegen einer wirksamen parlamentarischen Kontrolle und damit auch die Beurteilungsmöglichkeit geschäftlicher Strategien und deren Zukunftsaussichten ist unverändert und uneingeschränkt richtig und berechtigt. Es ist ja von anderen Vorrednern schon hingewiesen worden auf bestimmte Fehlentwicklungen, die es nicht bei der NRW-Bank, aber an anderer Stelle, beispielsweise im Bereich der WestLB in den letzten Jahren gegeben hat und die einem auch dann immer sehr klar vor Augen führen, welche Fehlentwicklungen sich ergeben, wenn nicht alle Fraktionen angemessen eingebunden sind in Beurteilungen und sich dann ein eher unkritischer Closed-Shop-Zirkel bildet, welche gefährlichen Abschottungstendenzen sich daraus auch ergeben, wenn eben nicht eine facettenreiche und reflektierte Debatte stattfindet über bestimmte grundsätzliche Fragen, die sicherlich der Sache nach angemessen wäre. In der WestLB hat sich sicherlich auch aufgrund des Kontrollversagens über die ganzen Jahre hinweg ein verhängnisvolles Eigenleben entwickelt. Zu einer ehrlichen Analyse gehört aber auch, dass die Förderbank des Landes in ihrem Kerngeschäft bislang zum Glück nicht durch vergleichbare Eskapaden aufgefallen ist. Es gibt sicherlich an einigen Stellen Fragen. Es gibt im Bereich der dortigen Beteiligungsunternehmen, beispielsweise bei Westspiel, sicherlich Bedarf für einen verschärften Blick auf das dortige Geschäftsgebaren, das in dem Verdacht einer Verschwendung öffentlicher Gelder steht. Auf solche Aspekte muss man gucken. Grundsätzlich für die gesamte Breite der Themen der NRW-Bank ergibt sich aus unserer Sicht kein aktueller Anlass für Verbesserungsbedarf. Und deshalb bleibe ich dabei. Lassen Sie uns nach Einrichtung des Parlamentarischen Beirats zum Ende der Legislaturperiode hin bilanzieren. Und dann muss der neue Landtag in neuer Verantwortung entscheiden, wie er zukünftig mit dem Thema verfährt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Und für die Piraten spricht jetzt Herr Kollege Schulz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer im Saal und daheim. Ich habe natürlich mit all dem gerechnet, was hier gesagt worden ist. Ähnliche Ausführungen hatten wir auch schon im Haushalts- und Finanzausschuss hören müssen. Allerdings hatte ich noch nicht gehört, dass die führende CDU, der Opposition, der CDU, nunmehr auf jede politische Einflussnahme im Verwaltungsrat der NRW-Bank verzichten lassen möchte. Herr Kollege Krückel, das finde ich bemerkenswert. Sie, wie gesagt, sind in diesem Verwaltungsrat seit November letzten Jahres. Es sind des Weiteren darin an Mitgliedern des Landtags, Horst Becker, Grüne, Sie selbstverständlich, CDU, Norbert Römer, SPD. Wir haben noch Minister, eine Ministerin, auch MDL, Svenja Schulze, es sind drin Gerald Dün, Wirtschaftsminister Michael Groschek, Bauminister und Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister und nicht zu vergessen auch Johannes Remmel, Umweltminister. Also wie es sein kann, dass Sie sich hier hinstellen und jetzt das wollen, dass also Politik nichts mehr im Verwaltungsrat zu suchen hat, ist erstaunlich, denn der Verwaltungsrat besteht zu einem überwiegenden Teil aus der Politik und Sie sind selbst dabei. Sie hatten hier unter anderem ausgeführt, dass die Informations- und Kontrolldichte und Situation in Bezug auf die NRW-Bank ausreichend sei, insbesondere deshalb, weil es einen Beirat gäbe. Der Beirat wird unterrichtet, das ist zutreffend, über verschiedene Geschäftssituationen, über die geschäftliche Entwicklung, über Risikolagen etc. pp., aber man muss sagen, ex post. Der Verwaltungsrat hingegen hat ganz andere Aufgaben als lediglich die Entgegennahme von Informationen, oftmals sogar auch nachträglich.
ja, der Kollege Zimkeis sprach diese HETA-Geschichte an, die im Zeitpunkt der Unterrichtung an dem Beirat ja nun schon durch die Presse gegeistert ist ohne Ende und auch durch Pressemitteilungen vorbereitet war seitens der NRW-Bank. Also es ist eher ein stumpfes Schwert hinsichtlich der Kontrolle. Die ledigliche Entgegennahme von Informationen reicht definitiv nicht. Der Verwaltungsrat hat stattdessen Ausschüsse, nämlich einen Präsidialausschuss, einen Prüfungsausschuss, insbesondere einen Risikoausschuss und einen Förderausschuss. Und da möchte ich einmal zur Genese des Beirats etwas sagen. Als das NRW-Bankgesetz 2012 geändert worden ist, war unser von Seiten der Piratenfraktion gestellter Antrag, wir möchten, dass der Haushalt- und Finanzausschuss über die Risikolage zeitnah und turnusgemäß der Tagung des Ausschusses informiert wird. Herr Kollege Schulz, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Krückel würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte, gerne. Dankeschön, Herr Kollege. Sie haben an mich die Frage gestellt, ob ich dafür eintreten würde, dass im Verwaltungsrat keine Politik mehr gemacht würde. Das möchte ich ausdrücklich bejahen. Ein Verwaltungsrat, insbesondere der einer Bank, ist nicht das Gremium, um Politik zu machen, sondern die Geschäftsführung zu kontrollieren. Und die Tatsache, dass da Vertreter der unterschiedlichen Couleur und auch der unterschiedlichen Ministerien vertreten sind und zum Beispiel am vergangenen Montag mit Einstimmigkeit einen neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt haben, macht deutlich, dass da keine Politik gemacht wird, sondern dass wir sachgerecht uns um die Anliegen der Bank kümmern. Es ist mir ein Anliegen, das deutlich zu machen und frage Sie, ob Sie dem als Aufgabenstellung zustimmen. Herr Kollege Krückel, trotz der Frage am Schluss, das Instrument heißt Zwischenfrage und nicht Zwischenantwort. Herr Kollege Schulz, Sie haben aber natürlich die Gelegenheit, auf diese Zwischenfrage zu reagieren. Ja, Frau Präsidentin, das werde ich selbstverständlich gerne tun, zumal die Frage lautete, ich war ja gerade da in der Darstellung der Aufgaben des Verwaltungsrats, ob ich Ihnen da insofern beipflichte. Nein, das tue ich an der Stelle nicht. Ich tue es deshalb nicht. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die politische Einflussnahme eo ipso gegeben ist durch die Beteiligung von Politikern in jenem Verwaltungsrat, einschließlich ihrer selbst. Denn sie sitzen nicht auf der Zuschauertribüne, sondern sie sitzen in der Legislative des Landes Nordrhein-Westfalen als Politiker der CDU und sitzen gleichzeitig im Verwaltungsrat. Nehmen wir also nur Sie als Beispiel, Herr Kollege Krückel, dann haben wir die Antwort. Wenn Sie sich dann hier hinstellen und sagen, wir sollten auf eine politische Einflussnahme auf den innerhalb der NRW-Bank verzichten, ist das ein Widerspruch in sich selbst. Die Folge müsste sein, Herr Kollege Krückel, dass nach Ihren Ausführungen hier am Pult heute Sie aus dem Verwaltungsrat rausgingen. Das ist genau die Folge, die ich erwarten würde, wenn Sie das weiterhin so vertreten wollen, wie Sie es nicht nur in Ihrer Rede, sondern auch in Ihrer Nachfrage jetzt vertreten haben. Also da sollten Sie sich ernsthaft darüber Gedanken machen. Ich möchte jetzt gerne fortfahren mit meinen Ausführungen zu den Aufgaben des Verwaltungsrats. Vielen herzlichen Dank für die Frage gleichwohl, Herr Kollege Krückel. Aufgaben des Verwaltungsrats. Ich erwähnte es, Prüfungsausschuss, Risikoausschuss und Förderausschuss. Die Genese war, wir hatten einen Antrag gestellt, wir möchten über alle Risiken und auch die Förderprogramme im Ausschuss zeitnah und möglichst proaktiv informiert werden. Herr das Kollege war Schulz, ich unterbreche Sie ungern ein zweites Mal, aber jetzt würde Herr Kollege Dr. Oppendrenk Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen, sitzt auch da vorne. Auch diese Zwischenfrage lasse ich selbstverständlich gerne zu. Sofern es sich dann auch wirklich um eine Zwischenfrage handelt. Bitte schön. Ja, ich würde gerne, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, würde gerne die Frage stellen, ob Sie meine Einschätzung teilen, dass so, was die Darstellung auch hier im Plenarsaal angeht, es eigentlich die Vermutung gibt, dass beispielsweise der Finanzminister sicherlich sehr viel politischer argumentiert als der sehr sachorientierte Kollege Krückel. Lieber Kollege Markus Oppendrenk, also ich möchte jetzt hier nicht Richter, Schiedsrichter des Wettstreits zwischen politischer Haltung oder politischer Einschätzung eines Ministers auf der einen Seite und eines zudem Oppositionsabgeordneten auf der anderen Seite vornehmen. Wer da jetzt wo politischer agiert, das kann ich beim besten Willen deshalb schon nicht erkennen, weil ich nicht Mitglied des Verwaltungsrats bin und die Protokolle des Verwaltungsrats auch nicht einsehbar sind, sondern sie sind geheim. So, und weil das eben alles so geheim ist, wollten wir eben eine ausreichende Information haben. Die haben wir nicht bekommen. Das war den Kolleginnen und Kollegen des Hauses offenbar zu heiß. Also hat man die
diese Geschichte mit dem Beirat ersonnen. Das ist auch eine feine Sache. Da findet man so zweimal, dreimal im Jahr sich dort ein und erhält also Informationen, die man theoretisch auch im Haushalt- und Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung sogar bekommen könnte. Nichts Weltbewegendes. Das Weltbewegende hat zu diesem Zeitpunkt längst stattgefunden. Und deswegen unser Antrag, weil nämlich die Kontrolle eines Landesschattenhaushaltes von über 140 Milliarden Euro Bilanzsumme, also deutlich mehr als das Doppelte des Landeshaushalts für das Jahr 2016, umfasst. Ein riesiger Schattenhaushalt, auf den nur die Landesregierung Zugriff hat und über den es keinerlei ernstzunehmende parlamentarische Kontrolle durch den Landtag ernsthaft gibt. Das festzustellen, da brauchen wir einfach nicht mehr dafür, als zu wissen, dass der Verwaltungsrat die Aufgabenstellung bzw. die Tätigkeit des Vorstands überwacht und selbstverständlich auch einiges genehmigen muss, was der Vorstand tut oder auch nicht tut. Das bezieht sich insbesondere auf den Bereich der Risikogeschäfte. Die Risikogeschäfte, die sich vor allem bei der NRW-Bank im Bereich der Refinanzierung all dessen, was gefördert werden soll, bewegt. Und das sind die sogenannten Credit Default Swaps, Kreditausfallversicherungen. Die allgemeine Kritik ist bekannt. Ja, dass nämlich hier sich die NRW-Bank teilweise wie ein Exportversicherer geriert und bewegt im Wirtschaftsleben, ein Umstand, der eben nur nicht wirklich zu den Aufgaben einer Förderbank gehört, immerhin in einem Volumen vom letzten Jahr von ungefähr 16 Millionen Euro an Credit Default Swaps, Kreditderivate, die immer wieder auch zu Zeiten der Finanzkrise, Lehman Brothers Pleite etc. eine Rolle spielte. CDS haben sie in der Vergangenheit hochrisikoreich herausgestellt. Auch das ist Bedarf der parlamentarischen Kontrolle. Diese findet nicht statt. Der Verwaltungsrat der NRW-Bank muss daher mit Mitgliedern aller Fraktionen des Landtags Nordrhein-Westfalen besetzt sein. Mitglieder aller im Landtag vertretene Fraktionen müssen über die Vorgänge, insbesondere auch im Risikoausschuss, zeitnah und vorab informiert werden. Und ich gehe noch einmal als letzten Satz darauf zurück. Liebe SPD, liebe Grüne, als Sie nicht in der Regierung waren, wollten Sie in den Verwaltungsrat. Nun sind Sie in der Regierung und sind im Verwaltungsrat. Und das in zahlenmäßiger, großer Anzahl. Sie täten meines Erachtens alleine schon zur Vermeidung von Politikverdrossenheit gut daran, diesem Antrag zuzustimmen, sonst würden Sie sich nämlich heute im Widerspruch zu dem setzen, was Sie noch vor 6 Jahren selbst beantragt haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Walter Borjans. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich immer wieder darüber, wenn Herr Obtendrenk den Versuch eines kleinen Seitenhiebs macht, der dann zu einem Kompliment missrät. Das erleben wir ja häufiger. Ich bin immer sehr dankbar dafür und nehme das aber zum Anlass, Herr Obtendrenk, dass ich daraus weder Sie noch Herr Krückel eine Selbstbezichtigung ableiten sollten, dass etwa Herr Krückel nicht politisch genug agiert. Das ist das eine, aber mal ernsthaft, was ich wirklich meine, Herr Krückel, ist, was Sie auch als Beispiele gebracht haben dafür, wo Politik die Ursache dafür gewesen sein soll, dass es Fehlinvestitionen oder falsche Abwicklungen von Investitionen gegeben haben soll. Da rate ich einfach wirklich auch uns selbst als Politiker nicht, das Licht unter den Scheffel zu stellen. Ich bin und war in vielen Aufsichtsgremien von Förderinstituten. Und ich muss sagen, wenn es da keine Politiker gäbe, dann wäre mir nicht wohl. Weil wenn das alleine Bankern überlassen würde, die dann nach Renditekriterien Investmentbanking sozusagen in einer Förderbank machen, dann kämen da Ergebnisse raus, mit denen wären nicht nur wir nicht zufrieden. Und deswegen finde ich diese Kombination so gut und so richtig. Sie haben Beispiele gebracht, und dem habe ich ja nie widersprochen, dass es auch Phasen gegeben hat, bei denen offenbar ein politisches Übergewicht dazu geführt hat, dass man Wirtschaftlichkeitskriterien zu sehr außer Acht gelassen hat. Aber ich finde, wenn ich mir überlege, an welchen Entscheidungen ich selbst schon in Gremien teilgenommen habe, bei denen ich rausgegangen bin und gesagt habe, gut, dass ich hier auch als Politiker drin gesessen habe, weil sonst
ich sage mal, durchaus manchmal auch in diesen Bereichen eine gewisse, sagen wir mal, das Schmoren im eigenen Saft auch zu einer bestimmten Selbstbedienungsmentalität hätte führen können. Also dafür fallen mir einige Beispiele ein. Und deswegen finde ich, dass das Gremium des Verwaltungsrats zum einen, es ist ja kein Nebenparlament, sondern es geht darum, dass die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen da ist als Instrument, parlamentarische Beschlüsse, auch Regierungspolitik umzusetzen in Maßnahmen. Das darf nicht unkontrolliert sein und ich finde auch richtig, dass das unter Beteiligung eines Mitglieds der Opposition erfolgt. Aber am Ende muss sich nicht das Gremium der NRW-Bank für politische Entscheidungen verantworten, sondern das Parlament und die Regierung. Und das passiert da, finde ich, in einer guten Weise und die ist in den letzten Jahren ja auch nachgeschärft worden, dass man gesagt hat, die Bankenauflagen, die ja hier auch zum Anlass genommen worden sind von Herrn Schulz als Begründung, die werden immer heftiger, immer enger und es muss auch richtig bankenwirtschaftlicher Sachverstand da sein, den haben wir ergänzt. Und wir haben, das wissen Sie, Diskussionen, die wirklich dieses Austarieren auch deutlich machen. Was erwartet man, was soll passieren, wofür ist so eine Bank da? Und auf der anderen Seite, wie macht man das unter Beachtung der bankenrechtlichen Aufsichtspflichten, die sehr eng sind? Und da kann ich nur noch mal sagen, Herr Schulz, da haben Sie einfach einen Antrag vorgelegt, der auf Anhörungen des Jahres 2009 basiert, der auf Anträgen basiert, die dann 2010 und 11 gestellt worden sind, die überholt sind. Es haben sich Veränderungen ergeben. Es gibt eine Aufsichtspflicht, die ist, ich sage mal, nicht zweimal oder dreimal genäht, die ist vielfach genäht. Und das wird wahrgenommen. Und vor diesem Hintergrund gibt es dann anschließend auch noch den Beirat. Der ist im Übrigen nicht ein einziges Mal außer der Reihe einberufen worden durch das Recht von 4 Mitgliedern, dass man eben zusammentritt, wenn man den Bedarf spürt. Und dann das hier zum Anlass zu nehmen und dann auch noch die Gefahr des Verbrauchs des Kapitals, des Wohnungsbauvermögens zu nehmen, wo wir wissen, dass die NRW-Bank eine Kernkapitalquote hat, da wird sich jede andere Bank die Finger nachlecken. Über 40-44%, wo andere die 8% nicht erreichen. Also da den Teufel an die Wand zu malen, finde ich etwas übertrieben. Ich finde, wir haben in diesem Punkt wirklich ein gutes Förderinstitut. Wir haben eine gute Kontrolle und wir haben uns auch hier und an anderer Stelle im Ausschuss immer wieder zu rechtfertigen und tun das zusammen auch mit dem Vorstand dieser Bank. Deswegen finde ich, das ist wirklich ein Punkt, der in Ordnung ist und den sollten wir auch so lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Da ich keine weiteren Wortmeldungen habe, schließe ich an dieser Stelle die Debatte zum Tagesordnungspunkt 5 und wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt mit seiner Beschlussempfehlung in Drucksache 11/282 den Antrag mit der Drucksachennummer 8975 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Piraten, sind die Piraten. Vielen Dank. Wer möchte dagegen stimmen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU. Vielen Dank. Wer enthält sich? Demzufolge die FDP-Fraktion. Dankeschön. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Antrag Drucksachennummer 8975 abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.